Grüß dich, mein Name ist Sebastian und schön, dass du zu diesem Video eingeschaltet hast. Heute geht es um einen Pickup-Kran und lustigerweise habe ich erst im Laufe des Videos erfahren oder gemerkt, dass es ein Pickup-Kran ist, wortwörtlich. Also das Ganze ist fürs Auto gedacht, für eine Laderampe vom Auto. Ich habe das Ganze zweckentfremdet für unser großes Leuchtturmprojekt. Genau, wenn du es noch nicht weißt oder verpasst hast, dieses Video, das verlinke ich dir jetzt mal hier oben im Eck bzw. unten in der Videobeschreibung und dort... Da handelt es sich um ein Fundament, was ungefähr 4 Meter hoch ist. Und dieses Fundament wollen wir bebauen mit einem Leuchtturm, Gerätehaus. Und da kam nämlich letztens die Frage auf. Besser gesagt, Steffi kam die Frage auf, wie wir das ganze Material da oben hoch befördern. Ja, und da habe ich mir einfach einen Pickup-Kran bestellt. Und ob der sich bezahlt gemacht hat, wie ich den finde, das erfährst du in diesem Video. Viel Spaß. Und der heutige Sponsor von dem Video ist JP1880. Herrenmode von der Größe L bis 8XL. Richtig, da ist also was für jeden dabei. Und ich trage die ganzen Klamotten schon ungefähr seit einem Jahr. Bin wirklich sehr, sehr zufrieden mit der Qualität und natürlich mit den Outfits, besser gesagt, was die alles anbieten. Von ganz entspannter Bademode zur Businessmode, zur Sportmode ist wirklich alles mit dabei. Wie gesagt, Businessmode auch. Ich habe mir jetzt hier auch einen Anzug gegönnt. Ganz entspannten, ja, so eine Art Jogginghose mit einem Jackett. Also richtig cool die Aufmachung her. Und ich mag auch dieses kleine Magazin, was es immer monatlich gibt. Dort sind nämlich ganz, ganz viele Anregungen. Mit dem Rabattcode MISDANWERK825 bekommst du mal Rabatt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr den benutzt und dort mal shoppt. Schaut mal vorbei. Jetzt widmen wir uns voll und ganz den Kran, Wiltech-Kran, Pickup-Kran, wie gesagt. Technische Daten und so weiter und so fort kannst du dir alles unten in der Videobeschreibung entnehmen. Und ich habe das Ganze über Amazon gekauft, ein Schnepper quasi, 250 Euro. Und der hat eine Höhe 1800 mm, eine Zugkraft oder Traglast von 500 Kilo. Und der Kranz war 360 Grad drehbar. Und wir hatten eine Montageplatte. Und deshalb habe ich mich auch für das Ganze entschieden. Auch wenn ich im Nachhinein gesehen habe auf YouTube und andere Plattformen, dass das Ganze ein Pickup-Kran ist und dass man den auch auf der Ladefläche von einem Pickup installieren kann, dass man beispielsweise Balken auf die Ladefläche transportieren kann. Ich zweckentfremde das so ein bisschen und verwende das jetzt für mein Projekt, für den Leuchtturm. Und so sieht dann der aufgebaute Kran aus. Wir haben zwei Einstellungsmerkmale, das heißt 500 und 150 Kilo. Das heißt, wenn die Schraube da gesetzt ist und der Arm weiter rauskommt, hast du nur 150 Kilo Tragkraft. Es hat aber für meine Zwecke gereicht. Ich muss sagen, das Ganze kam so ein bisschen beschädigt an. Wir haben, ja, hier fehlt der Bolzen für die Hydraulik. Dann waren hier an der Seite ein bisschen Kratzer und auch am Drehkranz waren auch ein paar Kratzer. Fand ich jetzt nicht so schön, aber gut, das ganze Ding ist eh für die Baustelle und dann wird wahrscheinlich der nächste Kratzer reinkommen. Das Ganze wird über eine Seilzugwinde gesteuert. Du kannst aber auch alternativ dort einen Motor anbringen. Da sind Gewinde eingelassen und über zwei, ja, Einzugwalzen kannst du ein Stahlseil hoch und runter kurbeln. Und das Stahlseil war dementsprechend natürlich zu kurz. Ich habe ein längeres geholt von 10 Meter. Und was musst du machen beim Zusammenbau? Der Zusammenbau ist eigentlich ganz, ganz einfach. Du musst nur die 3-4 Teile zusammenschrauben und natürlich die Bodenplatte bzw. die Hülse, wo das Ganze drin gelagert ist, musst du vorweg einfetten. Ja, und die Idee dahinter ist, dass ich den Kran auf dem Betonfundament, wo auch später dann der Leuchtturm draufkommt, dass ich den an einen Eckpunkt platziere. Das habe ich auch getan. Ich habe natürlich jetzt hier keine gewöhnlichen Dübel verwendet, sondern ich habe das Ganze mit einem Injektionsmörtel verklebt. Sprich, 4 lange Gewindestangen von ungefähr einer Länge von 300 mm habe ich verklebt. Und den Injektionsmörtel, den verwende ich auch später dann, um das Terrassendeck bzw. die Unterkonstruktion von dem Leuchtturm zu verbinden mit dem Betonklotz. Alle Infos bzw. die Playlist zu diesem Leuchtturm, ja, wir bauen einen Leuchtturm am See, findest du unten in der Videobeschreibung. Und der Injektionsmörtel hat wirklich gehalten, ihr werdet es gleich sehen. Ja, da möchte ich jetzt nicht so genau drauf eingehen. Es gibt bestimmte Regeln, die man, ja, da anwenden sollte, ansonsten funktioniert das Ganze nicht.
widmen wir uns jetzt den Zusammenbau. Also ich habe das Ganze nochmal dann zerlegt und dann in Einzelteilen über die Leiter hochgetragen. Dann wieder zusammengebaut. Wie gesagt, das geht ganz flott. Du brauchst einen Knarrenkasten und dann kannst du das Ganze zusammenschrauben. Dann habe ich über die Sachen, wo ich jetzt Fett eingelassen habe, damit kein Sandkorn reinkommt, habe ich da Plastiktüten herumgewickelt, damit das Ganze so ein bisschen geschützt ist. Und dann habe ich den Kran aufgestellt und habe auch mir passend dazu solche Zugschlaufen besorgt. Gibt in unterschiedlichen Längen, in unterschiedlichen Traglast und das Ganze kannst du dann vorne einhängen und kannst dementsprechend dann deine Sachen, die du hochtransportieren willst, hochkurbeln. Kurbel und das Seil ist installiert und ich würde sagen, fangen wir mal an zu kurbeln. So schaut das Ganze aus, wenn ich 1:1 Modus kurbel und so ein bisschen schneller. Das Rattern, das könnt ihr ausstellen. An der Seite ist so ein kleiner Hebel und ihr könnt das natürlich ausstellen. Die Gefahr ist dann groß, wenn ihr die Kurbel loslässt, dass das Ganze dann abgelassen wird bzw. dass das Gefahrengut wieder runterfällt. Es dauert ein bisschen. Ja, man hätte jetzt einen Motor dran installieren können, aber es ging. Ich fand es jetzt nicht so schlimm und dementsprechend konnte ich dann meine Balken dort oben hochtransportieren, aber auch die Querstreben von der Unterkonstruktion und auch später dann die WPC-Dielen für das Terrassendeck. Und eine wiegt um die 10 bis 15 Kilo und ich glaube jetzt hier waren locker 120 Kilo dran und das hat dieser Kran wirklich gewuppt. Auch meine Dübelverbindung, die ich da eingeklebt habe, das Ganze hat auch wunderbar funktioniert. Natürlich ging es ein bisschen auf dem Arm zu kurbeln, aber du kannst das Ganze auch hier mit dieser Bedienstange lenken. Wie gesagt, 360 Grad schwenkbar das Ganze. Das hat es natürlich sehr, sehr angenehm gemacht. Und ja, jetzt sagt der ein oder andere, ey, es hätte sich ja von unten hochgeben können. Ja, ich habe mal versucht, mit jemandem das Ganze hochzutragen. Es ist aber mühselig. Du musst dich bücken, du bist sehr an der Kante. Es ist sehr gefährlich, dass du runterfällst. Und so kurbelst du einmal und hast dann gleich 10 Dielen hoch befördert und kannst dann loslegen mit der Arbeit. Also es war wirklich eine sehr, sehr gute Alternative gegenüber das Ganze per Hand hochzutragen. So Freunde, und das Fazit ist von diesem Kran, ich bin recht überrascht. Ich muss aber auch zugeben, es gibt diesen Kran auch günstiger für 180 Euro. Dann ist er allerdings nicht bedruckt mit der Gewichtanzahl. Und ich habe jetzt 250 bezahlt, bin aber recht zufrieden, bis auf die Macken. Das ist wahrscheinlich ein Transportschaden gewesen. Was ich noch festgestellt habe, ist, dass manche den auch als Autokran nutzen. Das heißt, die haben einen Pickup oder einen VW-Bus oder je nachdem und schrauben den hinten auf die Ladefläche. Und dadurch kannst du natürlich auch dann schwere Balken dann in die Ladefläche alleine einladen. Und ja. Fazit ist, ich würde sagen, von 1 bis 10 geben wir den Kran. Und das ist eigentlich eine ganz, ganz tolle Sache. Das heißt, wenn ich dieses Bauprojekt jetzt hier abgeschlossen habe, werde ich wahrscheinlich den Kran jetzt nicht irgendwie in die Ecke stellen, sondern der wird wahrscheinlich weiterverwendet. Vielleicht baue ich auch nochmal eine Station, dass ich irgendwie selber vor der Werkstatt was abladen kann. Weil so 500 Kilo ist echt eine Masse oder eine Menge und 150 Kilo auch. Und ja, ich werde jetzt erstmal mein Werkzeug hochkurbeln und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Würde mich wie immer über einen Handwerker-Daumen nach oben freuen. Und hier ist das nächste Video, denn da kannst du dir dieses Projekt hier ansehen, was ich hier mache und warum ich das Ganze mache. Und ja, viel Spaß beim Ansehen. Oh, bloß nicht ausrutschen jetzt.